herzlich willkommen in der Blooms You Kreativwerkstatt. Ich möchte euch heute solche schönen floralen Schalenideen zeigen, aus gestutzten Blättern und einer ja, faszinierenden, raffinierten Blumenfüllung. Dafür benötigen wir eine Styropor-Halbschale, einige ganz spannende Blätter. Das ist hier der runzelblättrige Schneeball. Auf Botanisch heißt der Viburnum rigidiflorum, ein ganz komplizierter Name. Ein immergrüner Schneeball mit sehr schönen, ledrigen, stabilen Blättern. Tja, und wir brauchen Stecknadeln oder noch besser solche kleinen Nägel. Die haben einen etwas breiteren Kopf. Und die Länge sollte man so auswählen, dass sie nicht durch das Styropor nach innen durchstecken. Tja, und dann geht's los. Blätter auflegen und einfach immer wieder an vielen Punkten das Blatt fixieren. Und hier am Rand kann man schon mal so ein bisschen vorbauen. Wir werden es gleich nach innen schlagen. Stecken wir auch schon mal senkrecht ein wenig ein. Ja, und mit den nächsten Blättern überlappen wir ein wenig. Ich bevorzuge das chaotische Prinzip. Das heißt, alles wird ein wenig leicht aus dem Winkel angelegt. Man kann es auch ganz ordentlich machen. Aber ich finde dieses wilde Prinzip eigentlich viel schöner. Man kann manche Nägel auch ganz gut, die nicht so gut reingehen, mit einem kleinen Stock so ein bisschen nachstecken, sodass es richtig gut haftet. Natürlich nicht zu stark drücken, dass man das Blatt durchstößt, aber dieses ja, ledrige Blatt ist sehr schön stabil und hält ein bisschen Druck auch aus. So, und jetzt müssen wir uns den Rand noch anschauen. Das wollen wir jetzt nach innen schlagen. Dafür legen wir die Blätter einfach um und haften sie mit dem gleichen Prinzip wieder fest. Die Blätter trocknen uns hinterher wunderbar ein. Ich kann jetzt schon mal darauf hinweisen, man hat von diesen Schalen sehr viel, weil sie ja, schön stabilisiert werden durch das Eintrocknen und somit kann man sie später immer wieder verwenden. So, jetzt ist unsere Kugel fast schon vollendet. Ja, man kann manchmal ganz gut den Blattstiel, diesen kleinen Stängel, auch mit den kleinen Nägelchen fixieren, indem man ja, vorsichtig durch den Stiel steckt und ihn fixiert. Dann kann der später beim Antrocknen und Eintrocknen nicht noch irgendwie so abstehen, sondern liegt schön eng auch an. Die Halbschale ist fertig. Ja, jetzt müssen wir schauen, wie wir das Ganze füllen. Und das kommt jetzt als nächstes. Ja, doch zuvor möchte ich euch noch zeigen, welche alternativen Blätter ihr verwenden könnt. Das war ja der Viburnum rigidiflorum, runzelblättriger Schneeball. Sehr schön ist auch die Silberpappel, in dem Falle mit dunklen Nägeln mal gehaftet, also ein sehr schöner Kontrast. So schaut es von innen aus. Ja, und dann mit ganz vielen kleinen Blättern Olivenlaub. Und hier das Silberblatt, auch Senecio genannt, oder Jacobana. Auch das geht, ist auch eine sehr schöne Struktur. So, jetzt kümmern wir uns um die Füllung und dafür brauchen wir erstmal Steckschaum. Natürlich ordentlich eingeweicht und so ein Ziegel passt schon fast perfekt rein. Dann müssen wir aber jetzt die Unterseite ein wenig der Halbschalenform anpassen. Also die Ecken werden jetzt mal gekappt. Ich glaube, das kann man schon ganz gut so sehen. Da liegt perfekt drin. Und jetzt müssen wir uns nur um die Zwischenräume hier am Rand kümmern. Und diese Reste werden wir gleich auch noch versuchen zu nutzen. Dass wir schön ökonomisch mit dem Schaum umgehen. Ja, der fügt sich auch gut ein. Man merkt schon die Gewichtsverlagerung durch den Schaum. Es kommt ja nasser Schaum rein, der wiegt so ein bisschen was. Ja, das gleicht sich gerade wieder aus. Wir müssen jetzt nicht jedes Loch zumachen, aber zumindest so viel, dass wir sagen können, wir haben genug Fläche für
das Ausstecken gleich mit den Blumen und den Blättern und was wir alles nehmen werden. Hier kann man das ungefähr schon so sehen. Ich kappe hier noch die Ecken. Wir können sogar noch ein bisschen Moos nehmen und hier schon mal am Rand die Löcher zustopfen. Das fixiert sich gleich mit den Blumenstielen. Ja, das ist eine gute Basis, um jetzt auszustecken. Ich fange mit den größten Formen an, in dem Falle eine große Alliumblüte, ist ein Zwiebelgewächs. Wir stecken sie nicht genau in der Mitte, sondern ein bisschen seitlich versetzt. Ja, eine und dazu kommt gleich die zweite. Auch hier achte ich schon so ein bisschen darauf, dass ich die eine etwas tiefer als die andere setze. Dann bekommen wir so eine schöne, ja, sagen wir, wolkige Formation hier. Wir bleiben mal bei den Allium. Wir haben ja so schöne Fruchtstände. Hier eine mit den grünen Fruchtständen. Auch die gesellt sich jetzt zu dieser Gruppe. Schön tief drauf gesteckt, dass es in der Kuppel wird. Jetzt ergänzen wir mit diesem Kerbel hier, Amimarius. Der macht schon so eine schöne Bewegung, die nutze ich. Damit gehe ich so ein bisschen seitlich raus. Also sagen wir über den Rand so ein wenig. Die Nebentriebe haben eine ähnliche Bewegungsführung. Auch die mache ich mir zunutze. Lass sie auch so ein bisschen seitlich rauslaufen. Damit kommen so wuchshafte Aspekte mit in die Arbeit hinein. Kann man so ein bisschen miteinander verhaken. Steht so eine ganz gute Gruppe. Ja, und sehr schön sind auch diese Artischocken. Bringt gleich ein wenig Farbe in das Ganze. Auch hier wieder so eine kleine Hoch-Tief-Anordnung. Die eine etwas tiefer, die andere etwas höher. Und die knospigere wird direkt hier auf der anderen Seite angeordnet. Somit haben wir hier eine Hauptgruppe, wenn man nur diese Artischocken sich anschaut, und hier eine kleinere Gegengruppe. Eine klare Form ist die Mohnkapsel. Die wird jetzt hier neben den Artischocken eingeführt, und zwar ganz tief. Sie bringt so ein bisschen Ruhe in das Ganze hinein. Und wir wiederholen diese Gruppe auf der anderen Seite. Dreh das mal vorsichtig. Auch da haben wir wieder ein schönes Gruppenspiel. Nur beim Mohn mal das Augenmerk draufgelegt, haben wir hier unsere Hauptgruppe vom Mohn. Setzen noch einen dazu und haben hier den Gegenspieler auf der anderen Seite. So, jetzt haben wir nur noch einige Passagen, die noch nicht gefüllt sind. Und da gehen wir mal jetzt hier mit dem Holunder hinein. Das ist ein schöner Fruchtstand. Auch der neigt sich so zur Seite. Wir lassen ihn über den Rand hinauslaufen, sodass wir das Ganze verdichten, mehr zur Basis hin. Ja, ich glaube, das ist schon mal ganz gut. Ja, und auf der anderen Seite wiederholen wir mit dem Holunder auch eine Bewegung, die nach draußen geht. Aber nicht genau auf der gegenüberliegenden Seite, sondern so ganz leicht ein bisschen versetzt zur Seite. Ich glaube, hier kann man es ganz gut sehen. Jetzt haben wir hier noch so einige Lücken, die wir noch schließen wollen. Könnt ihr jetzt auch die Clematis nutzen. Ein Fruchtstand, der nachher, wenn die Pflanze so ein bisschen eintrocknet, noch aufgehen wird. Auch hier nutze ich die ausgelichteten Triebe, so als kleine Mini-Linie, und lasse es mal aus der eben Verdichtung, aus der gesteckten Verdichtung herauswachsen, ein bisschen nach oben. Damit kommt so eine kleine Bewegung hinein. Ja, das kann ich mit der hier direkt schon hier auf der anderen Seite machen. Das ist noch die Blüte. Auch die darf so ein bisschen nach oben wachsen. Die ist schon naturgewachsen ideal. So, jetzt dürfen wir hier noch in die Höhe so ein wenig gehen. Könnten wir auch mit dem Kerbel nochmal versuchen. Jetzt
bauen wir quasi so die nächste Ebene ein. Ist auch hier so eine schöne Verbindung dazu. Man merkt hier schon, unsere Schale neigt sich so ganz leicht zur einen Seite. Das finde ich sehr schön. Das versuchen wir mal aufrecht zu erhalten. Das heißt, ich muss beim Stecken auch so ein bisschen an die Gewichtsverhältnisse denken. Hier, das möchte ich noch gerne einarbeiten. Das ist ein Fruchtstand vom Lotus. Ja, färbt sich hinterher auch so ein bisschen Anthrazit, grau. Man merkt schon, dass hier so am Rand, aber diese Kombination jetzt mit dem Grün passt perfekt hinein. Manchmal muss man mit einem Stiel etwas vorbohren. Und dann passt der Stiel vom Lotus gut da hinein. Und ich möchte sehr tief reingehen, dass hier auch wieder so eine kleine unterschiedliche Höhennivellierung entsteht. Auch der darf so ein wenig nach oben wachsen. Ja. So, jetzt möchte ich das Ganze noch ein wenig überspielen mit Ranken. Jetzt kommen noch so ein paar Bewegungen dazu. Ja, so einige Zweige. Auch da achte ich nochmal so ein bisschen auf die Bewegungsführung. Und dann gehen wir nochmal nach hinten raus. So, und damit haben wir so eine Bewegungsführung hier entlang. Schön auch nochmal dieser Fruchtstand. Der auch nochmal sich leicht so aus der kompakten Mitte erhebt. Ja, damit ist unsere Arbeit fertig, aber jetzt inszenieren wir sie noch schön. Dazu muss noch eine Schale, damit ist richtig aufgepeppt. Eine schöne flache Schale eignet sich perfekt. Dann sieht man von der gehafteten Schale wunderbar die Blätter. Ja, und dann noch ein paar Steine dazugelegt. Das können auch mal Früchte sein. Man kann sogar mit solchen Steinen die Schale noch mal stabilisieren, wenn man das Gefühl hat, sie würde wackeln. Ja, und zum Schluss noch ein Tipp. Wasser aufgießen jetzt und dann hält so eine Arbeit locker 2 Wochen. Ja, und die kann man immer wieder neu füllen. Die Schale hält noch viel länger. Ja, und wenn Ihnen solche Ideen gefallen, dann gibt es diesen Button bei uns auf der Seite. Daumen hoch zum Liken. Ja, Kommentare, darüber freuen wir uns auch sehr gerne. Ja, und dann unseren Kanal BloomsTV, den kann man abonnieren, denn wir stellen regelmäßig solche und viele andere kreative Ideen ein. Ja, und jetzt wünsche ich Ihnen selber viel Spaß beim floralen Werkeln. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.